poetisch teile. Wir schreiben uns, wenn wir, er ist gerade in Köln unterwegs und ich war in Hamburg unterwegs und so, und dann schreiben wir uns Gedichte. Und die sind sehr, sehr lang und sehr, manchmal auch sehr witzig. Sie schreiben sich Gedichte? Ja, wir schreiben uns alles wie so Tagebücher, mhm, und die drucke ich dann am Jahresende immer aus, mhm, und dann kriegt er Dings und ich, und das sind eine Menge geworden. Also das sind ja so schon mindestens... Also Urban, warum machen wir das nicht? Ja. Warum wir uns nicht Gedichte schreiben? Ja, könnte man da auch machen. Ja, weil wir dieses Gen nicht haben. Ja, weißt du? Ach so, ja, das stimmt, genau. Ob es nun das Gen ist, weiß ich nicht. Das macht sehr Spaß. Und damit torpediere ich auch die Familie immer mehr unseren WhatsApp. Nicht jedes Gedicht kann ich denen, manche werden ja dann sehr, nicht wahr, sehr Beziehungs... Gisbert ist ein Kollege, ein Mann, und da wird man schon verbal ein bisschen derber manchmal. Schön. Okay. Ist es denn tatsächlich mal vielleicht sogar auf der Bühne gefährlich zugegangen oder beim Drehen oder so? Es gibt ja immer so Geschichten aus Schauspielerleben, ja, da, was auch immer. Ne? Ja. Einmal, mir fällt jetzt nicht, aber mir fällt alles nur von Brandenburg ein. Ich habe hier inszeniert, die Preußen kommen. Und da war ein Kollege, Polenski hieß der, und der spielte, egal, vergessen, jedenfalls musste der in einem Sarg liegen. Und der ist zu, und der wurde krank. Und ich habe die Rolle als Regisseur habe ich übernommen. Und ich war in diesem Sarg und habe alle vorher alles noch organisiert, was zu machen ist. Und liege in dem Sarg und warte auf mein Stichwort und kriege plötzlich Platzangst, Niagara-Fälle. Sowas ist mir noch nie im Leben in engen Räumen, aber ich habe eine wahnsinnige Angst gehabt. Und habe ich den ganz bisschen den Deckel aufgemacht, um zu atmen. Und das war ein fürchterliches Erlebnis. War das während der Vorstellung? Oder während der Vorstellung. Während der Vorstellung, ja. Also das fällt, weil du so herrlich gefragt hast, das habe ich voll verdrängt. Mir fällt alles von Brandenburg heute hier ein. Ja, und da habe ich richtig, richtig gelitten und ich weiß gar nicht, wie die Dialoge hinterher ausgegangen sind. War eine Befreiung, als die den Sarg dann plötzlich aufmachen und ich durfte weiterspielen. Das glaube ich. Ja. Meine Güte. Die Preußen kommen bei uns, ja. Da sind wir wirklich, haben wir tief geschürft und vielen Dank, dass Sie so frei von der Leber weg und auch so... Ja, so unterschiedlich und lustig, berührend und sehr, sehr facettenreich erzählt haben. Wir möchten sehr gerne unser Bestes tun, um das musikalisch zu verpacken in ein Lied, das wir Ihnen widmen möchten. Am Ende dieser Abend. Ein Lied für mich? Improvisiert. Ja. Mach mal ein iPhone an. Wenn Sie es noch nicht gemerkt haben, die Kameras laufen ja auch. Ach, immer noch? Ja, das, oh Gott. Ja, ja. Aber wir haben ja schon über Steine. Aber das ist das Schöne, dass ich das so total vergessen habe, dass man einige Dinge erzählt, weil einfach das so familiär vertraulich ist und die man eigentlich öffentlich gar nicht erzählen darf. Es ist passiert. Das ist vielleicht der Brandenburg-Faktor. Aber das ist dann Fernsehkamera rausschmeißen. Also es wäre ja dramatisch, wenn die Kameraleute vergessen hätten, dass die Kamera da ist. Das wäre natürlich blöd, wenn es dann halt bei der Sendung nur 5 Minuten gäbe. Ja. Eben. Gut. Dann möchte ich hier noch einmal den Vorhang der Bühne öffnen. Mhm. So. Ja. So, ich habe schon ein bisschen mitgeschrieben nochmal als Inspiration auch für den Song. Eine oder andere. Ach, ist ja das lustig. So, du bist auch musikalisch inspiriert. Ja, total. Aus dem Abend ist man natürlich inspiriert. Wunderbar. Na? Dann würde ich sagen, wie man es beim Theater oder auch beim Film so macht, man gibt den Schauspielern immer noch so den letzten Startsignal durch ein und bitte. Ja, gibt es das so? Ne? Und bitte? Beim Film ja. Kamera ab. Genau. Ton läuft. Und bitte. Und bitte, genau. Jetzt so besonders einfühlsam, wie Herr Wolf das vorgemacht hat, machen wir das jetzt gemeinsam. Das heißt, wir sagen und das Publikum sagt bitte. Und dann haut Stefan Zieron in die Tasten. Das Lied für Achim Wolf, für ein langes Künstlerleben. Und ging es los, 1961, wie viele Jahre ist das jetzt her? 50, ach, ist eigentlich auch egal. Auf und ab auf den Brettern, die die Welt bedeuten,
gab keine zweite Wahl. Schauspieler musste sein. Viele Zuschauer im Saal. Die Horch und Kump war auch dabei. Und war's auch manchmal eine Qual. Leidenschaft dabei und immer Harmonie, Harmonie. Ohne die geht es nie. Komm, gib mir Harmonie. Die braucht es neben dem Künstler gehen. Man hat so viele kommen und gehen sehen. 20, 30, 50 und 80 Jahre. Im Oktober sind wir alle da. Ja, schaut uns beim Feiern zu. In Bollmanns Ruhe. Es gab Auf und Abs. Und eine Station. Ich glaub, Sie wissen's schon. Die hieß Rita. Ohne dich wäre nicht, was er wäre. Mit dir ist nicht so schwer. Und so end ich den Gesang. Gib mir einen guten Abgang. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Achim Woll. Großen Applaus. Vielen, vielen Dank. Stefan Ziron. Dankeschön. Urban Luik. Vielen Dank. Das war's. Komm in unsere Mitte noch einmal. Ja. Machen wir noch einmal einen großen Verbeuger. Oh, wir kommen jetzt wieder hoch. Danke. Und als Gastgeber René Kolderhoff von der Theaterklause. Der Chefkoch. Und Hausherr. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ich warne Sie. Ich komme wieder. Dankeschön. Also, vielen Dank. Hinter den Kulissen, der Kulturtalk aus der Theaterklause Brandenburg, wurde präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Jedermann-Gruppe. Jedermann-Gruppe, weil Pflege Herz braucht. Mehr Informationen unter www.jedermann-gruppe.de.